liebe Fußballfreunde, liebe Freunde dieses Let's Plays hier, Fußballmanager 13. Es könnte theoretisch sein, dass wir heute zum letzten Mal für eine längere Zeit diese Hymne gehört haben. Sehr, sehr schön. Europa League gegen den FC Liverpool. Und das war, glaube ich, Handspiel. Viertelfinale, Rückspiel mit einem 3:0 Vorsprung aus dem Hinspiel von der Anfield Road. Das war einfach der Wahnsinn, was wir da gespielt haben. Also ich bin relativ entspannt, gucke mir das Ganze hier an. Und das kann ja eigentlich nicht schief gehen. Erst gar nicht, wenn man sowas sieht. Thorsten Matuschka. Mit 35. Das erste Europa League-Tor. Und jetzt Fresse halten. Ja, leider hört man das hier nicht so, wie man das im Textmodus hat. Das ist wirklich komplett durchläuft. Du hast hier Anstoß und dann wird es leider wieder runtergeregelt. Aber wir machen das 1-0. Und das hilft natürlich wahnsinnig. Fürs Selbstvertrauen. Natürlich, ihr habt es gesehen, auch später gegen Hamburg verloren. Flanke in die Mitte, sieht gut aus. Dendera war hinten ein bisschen hektisch abgeschlossen. Suarez, und dann steht er doch nochmal richtig. Der Ex-Frankfurter, Max Dendera, der heute neben Matuschka spielt. Das war natürlich ein Wahnsinnsfreistoß. Also das, was er kann, was er als Werte da stehen hat, das hat er endlich mal gezeigt. Und da ist auch gar nichts zu halten. Also selbst für so einen klasse Torwart wie Mignolet. Da guckst du dann einfach blöd aus der Wäsche. Langes Ding nach vorne. Gutes langes Ding. Der Torwart geht zurück. Werner ist nicht im Abseits gewesen. Ich hatte erst gewartet. Gibt die Ecke vom Torschützen. Über ihn wurde ja viel spekuliert. Auch von meiner Seite her. Das natürlich aufgrund des Alters, der immer weiter heruntergehende Stärke drüber reden muss. Was passiert? Werner macht das 2:0 und ja, es ist fast peinlich. Diese Unterschiede hier, das kannst du ja keinem erzählen. Ich habe ernsthaft noch überlegt, was machst du denn jetzt mit dem Spiel? Machst du jetzt hier einen Textmodus? Machst du 3D? Und ich höre sie jetzt schon wieder. Ich höre sie jetzt wieder, die Nörgler, die dann sagen, dass es unrealistisch ist, dass es unlogisch ist. Und dass ich nur noch Textmodus spielen soll. Aber meine Güte, wir haben doch auch im ersten Let's Play mit Nürnberg viel, viel öfter sogar noch 3D gespielt. Und ich finde, wenn man Europa League spielt, das ist ja ein Ziel, was wir hier erreicht haben. Klasse von Gnabry. Super auf der linken Seite in die Mitte. Paulsen steht da und Innenpfosten drin. Das dritte Tor nach 25 Minuten. Und da stellt sich wieder die Frage, wo holen die das her? Nee, ich war noch nicht fertig damit. Wurde unterbrochen von meinen Jungs. Wir haben doch mit Nürnberg oder auch mit Everton später, wir haben doch viel öfter 3D gespielt. Und wir haben das immer so gehalten, dass wir die Pokalwettbewerbe, ob das jetzt DFB-Pokal ist oder Champions League, Europa League, dass wir das halt in 3D zeigen. Und es ist ja mittlerweile schon so gewesen, dass ich in den Saisons mit Leipzig die ersten 1, 2, 3 Runden des DFB-Pokals sogar Textmodus gespielt habe. Und ich finde dann einfach, wenn du solche Möglichkeiten bekommst, Champions League gegen Paris zum Beispiel, gutes Ding da vorne, Sturridge, ist aber abseits. Oder jetzt auch die letzten Partien, Monaco, Schachtyor Donetsk, FC Liverpool, Anfield Road, hab's gesagt, das Ding ist lizenziert, die Stimmung da ist Weltklasse, dass man das einfach als 3D-Spiel macht. Und so blöd, grottig kann die Mannschaft ja nie sein, wenn sie es hier auf den Platz bringt. Also das muss ja an irgendwas liegen. Nur deswegen jetzt überhaupt kein 3D-Spiel mehr zu machen, finde ich falsch. Also wenn ich jetzt hier komplett die ganze Saison in 3D, das würde ich nicht machen. Also da würde ich, glaube ich, lieber aufhören mit dem Let's Player, als das wirklich durchzuziehen, wie das andere Let's Player machen. Also ein bisschen Variation muss schon drin sein, aber dann den Vorwurf zu bekommen, ja, dass das ja gar nichts wert ist, dass man hier weiterkommt, weil man ein 3D-Spiel macht. Dass die Mannschaft im Prinzip viel schlechter ist und ich als Manager auch und ich nur halt von diesem 3D-Spiel profitiere. Jetzt machen sie den Anschluss von Luis Suarez, dem Mann aus Uruguay. Da stehen sie nicht gut in der Mitte. Gar keine Chance für den Torwart. Also weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also mir macht es einfach Spaß, das auch mal zu sehen. Ne? Du baust dir eine Mannschaft nicht nur auf, um die dann so drück im Textmodus zu sehen. Ein bisschen was müssen wir ja auch davon haben, mal hier bewegte Bilder zu sehen. Nächste Situation. Vom FC Liverpool, also aufgegeben haben die mit Sicherheit noch nicht. Es ist aber jetzt so, dass die 6-3 gewinnen müssen, um wirklich weiterzukommen. Das bedeutet, wir können uns theoretisch auch 4 Gegentore leisten von denen.
Ich hoffe nicht, dass die Jungs das wirklich durchziehen, weil dann hätte ich dann schon irgendwo einen Hals, ne? Ganz klar. Gnabry, super Ball auf Paulsen, der sich in die Mitte sofort zurückflanken kann. Was er auch macht, da ist Werner und die passen einfach nicht auf deine Mitte. Das ist ja schon Arbeitsweigerung, was die machen. Hier. Also erzähl's deinem Pferd. Ich meine, der Torwart, der lässt den Werner sogar noch machen. Ne? Der kann da ein kleines Tänzchen aufführen. Fehlt nur noch das hier von Let's Dance, die Juroren da die Kärtchen hochhalten. 4,1, 5,2, was weiß ich. Also das ist ein Ding hier. 4 Torschüsse, 4 sind drin. Also überhaupt keine Reaktion der Abwehr. Torwart kann an allen Toren meiner Meinung nach gar nichts tun. Also das ist ein Spiel. 1-0 sehen wir nicht mehr. Weil das ist ein Freistoß, Elfmeter, das wird hier nie aufgeführt. Und wir sehen, dass Gladbach 1-0 führt. Wir sehen, dass Dortmund 1-0 führt. Sie sind nicht auf Kurs. Noch nicht, dass es reichen würde, aber es sieht nicht so schlecht aus, wie erwartet. Mann, das ist ja der Hammer hier, ne? Die Noten. Matuschka 1,5. Das werde ich auch ausnutzen. Also ich werde jetzt hier... Ne, machen wir anders. Ich weiß, ich kann auch loben, theoretisch, wenn die ausgewechselt wurden. Also... Das ist der Hammer. Ne? Wir drehen auf und gewinnen das Ding mit 4:1. Da geht überhaupt niemand anders. Also es scheint dazu liegen. Ich will auch gar nicht zu viel motivieren, sondern lieber hier unten den kompletten Haufen einfach mal komplett durchweg loben. 58 Teamwork. Also es scheint zu funktionieren. Euer Tipp, dass man einfach mal die Mannschaft ein bisschen öfter zusammenspielen lässt, nicht so viel rotiert. Ist nicht einfach, ihr wisst es ja, weil wegen der Frische und so weiter, aber es zahlt sich anscheinend wirklich irgendwo aus. Massagen. Engelke. Ich muss gucken, Matuschka wollte ich rausnehmen. Paulsen könnte ich auch rausnehmen, da habe ich ja Ferus dabei. Stendera muss weiterspielen, also der muss stehen bleiben. Kimmich kann ich wechseln. Dann lieber noch hinten Sirre. Dann haben wir das, glaube ich, sinnvoll gemacht. Wir nehmen Avdija für Matuschka rein. Ich denke mal, er wird auch in der neuen Saison eine ganz große Rolle spielen. Welche genau, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe da sowas im Kopf. Das hat auch mit dem System zu tun. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Da gucken wir dann lieber mal. Timo, muss der unbedingt spielen? Dann lieber Waldschmidt eine zweite Halbzeit hier geben. Und mit dem dritten Wechsel, da warte ich mal. Ich will mal gucken, was die Außen hier machen. Und je nachdem dann Pausen rüberziehen, Ferus rechts oder eben dann andersrum. Vielleicht auch was ganz anderes mit Geis. Hinten für Kimmich. So, geh mal rein. In die zweite Halbzeit. Mit unserer Nummer 8, mit Donis Avdicay und der 10. Luca Waldschmidt, die 10, die eigentlich Timo Werner haben sollte. Vielleicht wird es im Sommer auch mal geändert mit den Noten. Mit den Nummern, nicht mit den Noten. Da habe ich mich bis jetzt ja eigentlich immer gedrückt. Weil ich das so chillig finde. Also wie bei Bayern, dass der Toni Groß mit der 39 rumrennt. Der Schweinsteiger mit der 31 und auch Gomez hat ja früher, glaube ich, die 33 genutzt. Also das hätte mich ja so gewundert, wenn das kein Abseits gewesen wäre. Der Gnabry da vorne ist auf einer Mission. Ich meine, wenn so ein Ding natürlich mal ankommt, dann ist es Hammer. Und dann hat er da eine Stunde Zeit, um sich den Torwart auszugucken im Prinzip. Sturridge, wie soll er da hinkommen? Also es klappt eigentlich ganz, ganz wenig. Bis auf diese eine Situation. Aber die stehen auch viel zu weit weg vom Mann. Ich habe gerade gesehen, auch hier, wie der Kimmich da ankommt. Aber wir müssen jetzt nicht drüber sprechen, dass natürlich das ja auch mit dem... Oh, dann passiert sowas. Und Luca Waldschmidt macht sein drittes Tor im Wettbewerb. Ich wollte sagen, dann passiert selbst sowas. Habe ich auch noch nicht gesehen. 5-1. Das klingt ja fast schon wie Eishockey. American Football, das ist ein bisschen zu wenig noch. Ne? Da werden teilweise Ergebnisse um die 30 noch was erzielt. Sirre schmeißt sich da rein, Sturridge nochmal nach außen, Asaidi. Und jetzt hören wir zum ersten Mal hier wirklich Zuschauer, Suarez und Engelke Kimmich da im Zusammenspiel. Können den da stellen, das ist Paulsen. Paulsen, den bekommt er noch, da in der Mitte ist schon wieder der Stürmer. Renn nicht ins Abseits, Flanke kommt, Mignolet, der Belgier mit der Faust, Sturridge. Wir haben jetzt 60 Minuten gespielt. Wir haben Paulsen, der ein bisschen müde ist. Also werde ich das so tauschen. Also nicht Kimmich hinten, sondern lieber Islam Ferus die Möglichkeit geben. Der Mann, der ja vom VfB Stuttgart umworben war. Und da haben wir ihn.
darf also eine halbe Stunde mitspielen, mit einer Note bekommen. Und Paulsen darf sich, genau wie Timo Werner, jetzt auf die Bank setzen und kann sich das in aller Ruhe angucken, weil wir müssen jetzt schon, um rauszufliegen, den FC Liverpool haben mit 8 Toren. Also noch 7. 7 to go. Damit die das auch verstehen. Und da muss man kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass das nicht funktioniert. Ansonsten werde ich das, glaube ich, so machen, dass ich alles aufgebe und mein Leben hinschmeiße und in ein Kloster gehe. Weil das wäre dann schon wirklich, glaube ich, ein göttliches Zeichen, wenn das hier noch schief gehen würde. Ball nach vorne, Suarez. Jetzt mach mich nicht schwach hier. Schießt am Tor vorbei. Also nicht das 2:5. Hat aber auch einiges gefehlt. Na, er hebt noch die Hand. Und ich glaube, der Serie war es. Muss er gar nicht machen. Das sah aus der ersten Situation wieder enger aus, als es wirklich war. Avdicay. Ist auch schön, dass die erstmal alle hier Spielpraxis bekommen. Super gespielt. Islam Feroz flankt drüber. Hätte fast sogar noch geklappt. Der hätte gesagt, geh doch durch selbst. Ja, hört euch das an. Auf Wiedersehen. Goodbye. My dear friends. Suarez. Wir stehen offensiv jetzt irgendwo. Der ist... Jetzt ist er drin. Also Luis Suarez mit seinem zweiten Tor. Warum stehen wir da so offensiv? Abseitsfalle nicht funktioniert wahrscheinlich. 72. Da kommen sie alle angesprintet. Ne, den kannst du nicht halten. Das war... Im ersten Moment habe ich gedacht, der hüpft jetzt da so lange rum, bis der Jonas wieder aufgestanden ist. Aber leider nicht. González mit der 13. Lucho González, auch ein sehr erfahrener Spieler. Der hat schon bei Porto gespielt, bei Olympique Marseille. Und war doch mal wirklich einen guten Marktwert gehabt. Also wo es wirklich eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis er von einem ganz großen Verein aufgekauft wurde. Hat sich aber doch irgendwo nicht ergeben. Ball schon wieder nach vorne auf Suarez. 77. Also so langsam sollten sie sich ranhalten, wenn sie die 6 Tore noch machen wollen. Alle 2 Minuten ein Tor. Bis zur 90. Ball nach vorne. Sakko gegen Waldschmidt. War sehr schnell genug. Das ist so ein Typ. Innenverteidiger, dem du nicht mal eben so wegrennst. Engelke, den holt er noch, ja. Klasse wieder auf Serie. Kimmich. Unsere Verbindung da hinten. Avdicay verliert den Ball, aber es ist momentan keiner vorne, wo er hinspielen könnte, der Suarez. Da macht er das eben selber. Er versucht es zumindest. Klasse von Engelke. Und ich muss sagen, heute spielt er auf jeden Fall wie ein Abwehrchef. Wie ein Kapitän nicht unbedingt. Ja, vielleicht mit Abstrichen. Dass er das da hinten so zusammenhält. Klasse Ball. Ich glaube, das ist kein Abseits. Gnabry. Kommt da hin? Ist doch welches. Ja, zum Augenarzt muss ich auch nochmal. Sehe ich gerade. Der letzte Wechsel wahrscheinlich für Liverpool. Oder vorletzte. Fabio Borini für Usama Asaidi. Ja, wie ich gesagt habe, so ein bisschen die Enttäuschung des heutigen Spiels. Also gemessen am Hinspiel. Und da war er zumindest der Akteur von Liverpool, der sich noch dagegen gestemmt hat. Es ist jetzt eigentlich auch unfair, den da rauszunehmen. Suarez schon wieder. Klatsch an die Latte. Na, jetzt ist es natürlich ein bisschen sorgenfrei da hinten von uns. Dass wir den da permanent wegrennen lassen. Waldschmidt. Aber ihr seht ja auch selber, wie offensiv die stehen. Also im Kollektiv. Gnabry. Gucken, ob er noch eine Flanke reinbekommt. Kommt nach innen. Und da hat wieder Feroz gestanden. Da ist er nochmal, der kleine Schotte. Islam Feroz, und da hat nicht viel gefehlt. Das wäre fast das 6. gewesen. Aber dann noch ein bisschen viel, glaube ich. Also wir sehen hier 7 Tore. 5 von uns. Nee, Raheem Sterling, also doch eben der 4. für Daniel Sturridge. Das sind ja alles Top-Spieler. Aber aus irgendeinem Grund haben die das nicht hinbekommen. Das Hinspiel schon vermurkst. Und in der Liga auch jetzt nicht unbedingt so bralle dastehend. Klappte nicht. Wir haben zwei Tore gemacht. Aber wir eben 5. Und selbst wenn wir keins geschossen hätten, die 2, dann wären wir trotzdem weiter gewesen. Ja, und leider Gottes, ihr seht da auf der rechten Seite schon die Ergebnisse der anderen Partien. Also Juve wird sich durchsetzen, ganz klar. Die haben auch das Hinspiel schon gewonnen gegen Ajax. Und leider Gottes nur unentschieden für Dortmund und für Gladbach. Das heißt, beide Mannschaften sind damit raus und wir im Halbfinale als einzige deutsche Mannschaft. Wir haben 2-mal Italien und 1-mal die Premier League dabei. Ja, und dann schauen wir doch mal, wer uns gleich zugelost wird. Freue mich drauf.